Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Abendthema und Abendgebet. Das Abendthema ist heute sehr spannend. Wie schafft man es, besser zu schlafen? Was macht man da am besten vorher? Bleibt einfach dran. Wir beten zuerst, dann kommt das Abendthema und danach gibt es noch den Abendsegen. Alles das nach dem Intro. Rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel an und alle Wesen des Lichtes und lade sie herzlich ein, mit uns gemeinsam zu beten. Ich verbinde mein Herz nun mit dir und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden und wir sind alle eins jetzt in unserem Gebet. Großer Gott, allmächtiger Vater, Herr Jesus Christus, stoppe das Gedankenkarussell, was in vielen Menschen abends in die Köpfe gelangt, die Gedanken, die sie sich machen, die Angst, die sie haben in dieser Zeit, die sie unruhig schlafen lässt. Löse die Energie auf, die die Menschen vom Schlafen abhält und gib ihnen die Ruhe und den Frieden, die sie brauchen, um gut und sicher zu schlafen. Lieber Gott, lieber Jesus Christus, bitte helf den Menschen, neue Wege zu gehen, wieder zu sich selber zu kommen und gibt ihnen die Sicherheit, dass sie nie alleine sind, gibt ihnen die Führung, lasst sie auch die Menschen diese Führung erkennen, im Innen sowie im Außen. Bitte schickt den Heiligen Geist, damit diese Führung klar sichtbar wird für jeden einzelnen Menschen hier draußen auf der Welt. Amen. Amen. Jetzt haben wir dir ein Thema angekündigt. Wir werden dir heute verraten, wie du besser schlafen kannst. Wir wissen, Schlaflosigkeit ist ein großes Problem der Menschen. Doch vorab, wenn du das Video unterstützen möchtest, schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Gib dem Video deinen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und aktiviere die Abo-Glocke. Ich höre immer wieder von den Menschen und ganz von vielen Menschen, dass sie im Moment sehr schlecht schlafen. Dass Menschen, das geht schon in den ganzen letzten Jahren so. Ne? Die Schlaflosigkeit, finde ich, aus der Beratung heraus, nimmt so zu bei den Menschen. Ne? Ja, sie werden immer unruhiger, sie sind immer mehr von Ängsten geplagt, werden quasi ruhelos sozusagen und kommen nicht mehr richtig in den Schlaf oder wachen immer wieder auf, schlafen nicht durch. Und das hat natürlich auch immer mit ganz viel Kopfkino oft zu tun, mit vielen Gedanken, die sie sich machen, mit Ängsten, die in ihnen schlummern, bewusst oder unbewusst. Ne? Genau. Und es geht darum, einfach diesen Kreislauf, diesen Teufelskreis sogar, sagen die Engel, zu durchbrechen, um wieder in Verbindung mit sich selbst und mit Gott und den Engeln zu kommen und im Vertrauen dann auch wieder ruhig und sicher schlafen zu können. Aber dafür gibt es einiges zu beachten. Ein erster Schritt, ganz praktisch mal gedacht, ist, wenn du jetzt einfach sagst, manche Menschen arbeiten bis tief in die Nacht, noch zu Hause, am Computer, im Homeoffice, gerade jetzt in dieser Zeit. Und was noch nicht erledigt wird, wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und dann kommt man von der Arbeit und legt sich ins Bett. Das ist nicht gut. Man nimmt diese ganze Energie mit. Du nimmst dann diese Energie mit ins Bett und kommst dann vielleicht in einen Schlaf, aber schläfst dann entweder nur oberflächlich, kommst nicht in die Tiefe, wirst vielleicht sogar immer wieder wach oder kommst tatsächlich gar nicht richtig in den Schlaf. Ne? Genau, genauso problematisch ist es, wenn man so sehr in diesen viereckigen Kasten da schaut, ich weiß gar nicht, wie der heißt, und da dann irgendwas vor sich hin flimmert, am besten vielleicht noch ein Krimi oder ein Horrorfilm oder so irgendwas. Ganz toll ist doch auch, wenn dieser Kasten mit dem Schlafzimmer hängt, genau, und man vielleicht noch dabei einschläft. Das ist für den Schlaf, glaube ich, fast optimal, oder? Oh ja. Nein, bitte nicht. Fernseher haben im Schlafzimmer tatsächlich, das können wir schon mal vorweg sagen, gar nichts zu suchen. Solltest du tatsächlich einen Fernseher im Schlafzimmer haben, egal ob der ein- oder ausgeschaltet ist, bring ihn raus. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Das schon mal. Und in diesen Kasten zu gucken, kannst du natürlich schön, du kannst natürlich auch mal fernsehen, um Gottes Willen, darfst du dir einen schönen Film angucken oder was dir gefällt. Wir sind da ja Gott sei Dank nicht dogmatisch, sondern das darfst du in der Spiritualität natürlich tun, aber nicht unbedingt unmittelbar vor dem Schlafen. Genau, weil es ist wichtig, sich ungefähr eine Stunde, bevor man einschlafen möchte, sich wirklich nur noch mit positiven Gedanken zu beschäftigen, mit positiven Dingen zu beschäftigen, Meditationen zu machen, mit heilender Musik zu umgeben, weil mit dem, was man da
mit dem, was man damit sich befasst, mit dem schläft man ein, mit dem geht das Unterbewusstsein weiter, mit dem geht man auf die Reise und mit dem macht man auch im frühen Morgen auf. Genau, das kannst du als erstes tun. Gut ist zum Beispiel auch, wenn du, das musst du nicht eine ganze Stunde machen, aber wenn du so eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde auch rausgehst, wirklich mal in die frische Luft gehst, nochmal durchatmest, den Kopf frei bekommen. Der Sauerstoff tut dir dann sehr gut, aber auch einfach dieses Kopf frei bekommen. Raus aus der Energie. Geh, verbinde dich bewusst beim Spazierengehen mit den Engeln. Vielleicht betest du sogar während des Spaziergangs und so weiter. Und mach dir nochmal Gedanken, was war heute gut an dem heutigen Tag? Wir erleben ja immer schöne Sachen und wir erleben weniger schöne Sachen. Aber du solltest dir dann wirklich bewusst mal Gedanken machen, boah, was habe ich heute alles erreicht? Was habe ich geschafft? Wofür kann ich dankbar sein? Und das nimmst du mit in den Schlaf. Du wirst merken, du gehst in eine ganz andere Energie. Auf jeden Fall. Und wenn du magst, kannst du auch Erzengel Michael spiritueller Staubsauger noch anwenden, damit er die ganze Angst aus deinem Körper, aus allen Körpern, aus den ganzen Organen, aus dem ganzen Nervensystem heraussaugt und alles mit seinem Licht auffüllt und du kannst wunderbar schlafen. Genau, und wie du das machst, das findest du zum Beispiel in meinem Buch Auf dem Weg ins goldene Zeitalter. Da findest du Techniken, die du anwenden kannst, Möglichkeiten, die du anwenden kannst oder auch auf meiner CD Erzengel Michael Reinigung und Schutz. Ja, das ist ein absolutes Muss für mich auch jeden Abend, weil dann geht man wirklich ganz gereinigt und mit einer Kurzmeditation des spirituellen Staubsaugers dann in den Schlaf und kann dann wirklich sehr, sehr gut einschlafen und wacht auch ganz anders auf. Genau, die Ängste werden aufgelöst. Ne? Ja. Du kommst dann wieder viel mehr zu dir. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Schlaf, eine wundervolle und gute Nacht. Nochmal bitte dran denken, abonniert den Kanal, Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und die Abo-Glocke aktivieren. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Schlaf bewachen und führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe und bis morgen früh, Udo Wolfmann und Nadja Hoffendorfer. Tschüss.